Netter Wagen. Benzin oder Diesel? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aha. Haben Sie da nicht ein Problem? Sie wissen ja gar nicht, was Sie tanken sollen. Mein Mann lässt mich ja sowieso nicht hinters Steuer. Ich könnte ja was kaputt machen. Der liebt seinen Wagen über alles. Mehr als mich, mehr als unseren Sohn und fast so sehr wie Fernsehen. Und trotzdem lässt er sich sein Schätzchen polieren? Na ja, fürs Waschen, Saugen und Fensterputzen bin ich ja gut genug, ne? Also, wenn mir mein Wagen so wichtig wäre, dann würde ich ihn ja selber polieren. Wegen der Kratzer im Lack. Ja, da hat er aber keine Zeit für, seitdem er den Fernseher eingebaut hat. Halt doch mal die Klappe, es gibt Elfmeter!